Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, euch allen zu unserer Pressekonferenz vor dem Pokalspiel am Mittwochabend beim FC Bayern München. Zwei Tage nach Augsburg, zwei Tage vorm Spiel bei den Bayern. Trainer, was gibt es aktuell Neues von unserer Mannschaft? Die bayerischen Wochen gehen weiter, ne? Jetzt bleiben wir sogar zwei Nächte in München, wie schön. Ohne Wiesenbesuch natürlich. Ja, wir haben, was den Verletztenstand angeht, noch keinen Spieler wieder zurück, die wir vor dem Samstag vermeldet hatten. Also weiterhin Stevie, Philippe, Christian Panda und Mam Diouf, der jetzt wohl gerade nebenan gerade spielt im Fußballtennis, aber er muss erst gegen mich gewinnen, bevor er wieder im Kader sein kann. Das war gestern leider nicht der Fall. Insofern ist er noch nicht dabei. Nur Spaß. Und wir haben ernsthaft noch zwei weitere kleinere Probleme. Markus Miller hat sich heute leicht verletzt im Training. Irgendwas hat am Rücken gezwickt. Das kann ich noch nicht so genau feststellen. Und auch Arthur Sobek hat da ein bisschen Probleme muskulär. Wie es natürlich sowieso in so kurzen Abständen immer kleinere Blessuren gibt, die wir noch bearbeiten müssen. Das macht die medizinische Abteilung jetzt natürlich auch in den nächsten Stunden. Und ich hoffe, dass wir alle noch so weit hinkriegen, dass wir wieder einen guten Kader haben gegen die Bayern. Trainer, vielen Dank. Wir sind direkt beim Manager. Dirk, deine Einschätzung. Ja, nachdem wir vor ein paar Tagen schon erzählen durften, was das für eine tolle Mannschaft in München ist, würde ich mich jetzt ungern wiederholen. Das wissen wir ohnehin alle. Ist das schwierigste Pokalspiel, was man so bekommen kann in München. Dementsprechend haben wir die Ausgangssituation, dass im Prinzip jeder davon ausgeht, dass Bayern quasi schon weiter ist. Aber diese Einstellung wollen wir natürlich nicht teilen. Wir wollen da hingehen, um im Pokal alle Möglichkeiten zu nutzen, um weiterzukommen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber das macht es besonders reizvoll. Und wie gesagt, alles andere als ein Sieg der Bayern, damit rechnet niemand. Wir wollen aber fest damit rechnen, dass wir dann eine Riesenchance haben zu gewinnen, wenn wir alles abrufen, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben. Und so werden wir da auch hinreisen mit breiter Brust. Und wenn es nicht klappt, wollen wir, wenn es alles versucht haben. Und wenn wir alles versucht haben und es funktioniert, können wir, glaube ich, sehr stolz sein. Und das muss die Herangehensweise sein. Gibt es Fragen? Schreiben alle noch fleißig. Björn Franz von der Hatz ist als erster fertig mit Schreiben und hat eine Frage, bitte. Stadt, Land, Fluss, fertig. Stände. Mirko, es wurde jetzt schon ein bisschen drüber spekuliert, dieses 2:0 im Punktspiel, wo ihr gerade in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung, die Bayern vielleicht nicht so eine überragende, jetzt sind die ganz, ganz stark. Ist das vielleicht sogar ein Stück weit die Gefahr für die Bayern, dass sie jetzt glauben, wir haben sie mit einer vielleicht nicht ganz so starken Leistung schon geschlagen? Oh, das habe ich bei Bayern München bisher noch nie erlebt, dass es solche Überlegungen gibt und so eine Psychologie anwendbar ist. Also ich habe immer den Eindruck, dass die Bayern, gerade wenn es um die Möglichkeit geht, einen Titel zu gewinnen, und das ist ja im Pokal eher der Fall noch als vielleicht in der Bundesliga, da kann man mal ein schlechtes Ergebnis ausgleichen. Wenn sie im Pokal gegen uns verlieren sollten, ist ein Titel futsch. Und das ist natürlich etwas, was den Bayern sehr selten passiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man aus dem Hinspiel auch was mitnehmen. Das werden wir den Spielern natürlich auch aufzeigen, das ist klar. Wir haben eine gute Partie geliefert. Wir haben nach dem Spiel alle gesagt, ja, wir müssen ein Tor machen. Im DFB-Pokal umso mehr, sonst ist man eh raus. Ja. Und vielleicht treten wir noch einen Tick mutiger und frecher auf gegen die Bayern. Ja, ich denke, dass wir auch uns Respekt verschafft haben in München bei der letzten Partie, zumindest konnte man das ein bisschen nachlesen. Aber in erster Linie geht es natürlich auch darum, diese intensive Laufarbeit, die wir dort verrichten mussten in der Bundesliga-Partie, dass wir das bestätigen müssen, wiederholen müssen. Weil sonst hat man eh keine Chance, wenn man läuferisch nicht dagegenhalten kann. Aber unsere Daten und Werte aus diesem Spiel waren herausragend. Und das werden wir der Mannschaft natürlich auch aufzeigen und ihnen klar machen, das brauchen wir, um eine Chance zu haben. Und wenn wir darüber hinaus das Glück des Tüchtigen uns erarbeiten können, in der Offensive, dann haben wir auch die Chance, ein Tor zu machen. Vielleicht haben wir auch dann, wie gesagt, ein bisschen mehr Glück im Abschluss. Denn wir hatten ja zwei, drei gute Möglichkeiten. Aber die Bayern sind in einer blendenden Verfassung. Da muss man nicht drüber diskutieren. Sie gewinnen jetzt 4:0 auf Schalke.
Champions League 3-0 gewonnen. Also nach unserer Partie haben sie sich ja gar keine Blöße gegeben. Julia Metzner, NDR Hörfunk. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der letzten Pressekonferenz vor den Bayern. Da haben Sie gesagt, Sie würden gerne mal die Höschen anfassen, die nach Leder aussehen. Haben Sie das getan? Und wenn ja, was ist Ihr Eindruck von den Trachtenhosen? Also ich muss gestehen, ich habe es nicht getan. Ich hatte dann doch noch vielleicht eine gewisse Schamgrenze zu überwinden, einen Bayern-Spieler ans Höschen zu fassen und habe mich dann noch beherrscht. Aber ich habe ja die zweite Chance. Mhm. Vielleicht nutze ich es diesmal. Björn Franz sozusagen mit der zweiten Chance. Ich mache ja keine Doppelfragen mehr, insofern hänge ich es jetzt hintereinander. Herr Dufner, wir haben bei der letzten PK schon über Flitzer gesprochen. Jetzt ist beim letzten Spiel wieder einer übers Spielfeld gelaufen und danach wurde die Überlegung ja laut, dass möglicherweise ein Zaun auf der Westtribüne gezogen werden soll. Wie ist da der Stand der Dinge und wie sehen Sie das? Also grundsätzlich bin ich tatsächlich eigentlich gegen Zäune, weil ich das atmosphärisch einfach schöner finde, wenn man in einem Stadion ist ohne Zäune. Das geht uns, glaube ich, allen so. Nichtsdestoweniger sind wir natürlich in der Situation, dass wir das jetzt zweimal nacheinander haben und wir müssen natürlich verhindern, dass das jetzt hier noch öfter passiert, vor allen Dingen, weil es ja auch gewisse Gefahren birgt. Du hast jetzt offensichtlich zwei gehabt, die nichts Böses im Sinn hatten, aber das kann ja auch mal anders sein und dementsprechend musst du schon genau abwägen, was machen wir, damit sowas nicht mehr vorkommt und dass davon auch keine Gefahren ausgehen. Prinzipiell will niemand einen Zaun, aber dass man darüber nachdenkt, was tut man, wie geht man damit um, kann man, glaube ich, auch von uns erwarten. Das ist ja unsere Aufgabe und das werden wir jetzt intern analysieren, wie wir damit umgehen, was wir machen. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Aber dass es dauerhaft kein Zustand ist, wenn in jedem Spiel ein Flitzer auf dem Platz geht, ich überziehe jetzt absichtlich, das ist ja klar und da sind wir dann auch gefordert. Gibt es weitere Fragen? Christian Otto hat sich zunächst gemeldet und dann sind wir bei Toni Lieto. Slomka, Sie sind ja nach dem Heimsieg gegen Augsburg zu Recht auch gefragt worden, wie machen Sie das eigentlich mit der Heimstärke von Hannover 96? Jetzt gibt es aber immer noch diese leichte Disbalance zwischen zu Hause und auswärts, unabhängig von dem starken Bayern-Gegner. Was haben Sie mit der Mannschaft besprochen oder wie kann man ihr vielleicht eine Hilfestellung geben, dass sie auswärts anders getragen wird oder irgendwas anders macht, um vielleicht effektiver zu spielen? Ja, also zunächst mal hatten wir ja erst zwei Auswärtsbegegnungen in dieser Bundesliga-Saison und wir haben das schon thematisiert. Es gibt ja so viele neue Spieler in der Mannschaft, die ja das in der letzten Saison gar nicht so erlebt haben, wie wir alle, die beteiligt waren, dass man vielleicht auswärts dann hier und da schon auch Schwierigkeiten hatte. Jetzt haben wir aber ein sehr gutes Auswärtsspiel in München gemacht. Ja, und ich denke, dass man da schon gewisse Ansätze finden kann, wie der Auftritt sein sollte, ja, insgesamt auswärts. Jetzt haben wir zwei sehr schwere Auswärtsspiele vor der Brust mit Bayern München und Bayer Leverkusen. Und das ist ja auch eine Chance, ja, das fortzusetzen, was wir in München gestartet haben. Eine sehr gute erste Halbzeit, eine sehr ordentliche zweite Halbzeit, aber natürlich keine Punkte. Vielleicht aufgrund der großen Klasse des Gegners, aber wir werden da weiter daran feilen. Und in diesem Fall ist ja eh schon wieder einiges anders. Wir spielen am Mittwochabend 20.30 Uhr, eine ganz andere Situation. Wir bleiben nach dem Spiel noch eine Nacht. Also da gibt es schon genügend Veränderungen eigentlich. Und wir sind doch in einem anderen Hotel in München. Jetzt war ja in der Wiesenzeit eh fast nichts zu kriegen ist. Und wenn dann nur für horrend viel Geld. Insofern wollen wir das besser machen, noch besser machen, wo wir eh schon gute Ansätze gesehen haben und das werden wir der Mannschaft aufzeigen. Toni Lieto von der Neuen Presse. Vielleicht eine Frage an beide. Soll ja, glaube ich, oder sollte noch mal eine Untersuchung stattfinden heute bei Philippe. Können Sie vielleicht mal sagen, was da der Stand der Dinge ist, wieso jetzt seine Zukunftsperspektive aussieht? Was ist das für eine Verletzung? Und ja, das. Ich glaube, Mom hat schon wieder verloren. Das war jedenfalls nicht Mom. Zumindest ist es so, dass keine neue Verletzung aufgetreten ist. Es scheint eine Überlastung zu sein an der Hüfte, an der operierten Hüfte. Er hat die letzten drei Wochen sehr intensiv auch mit der Mannschaft trainiert, hat ja auch schon im Kader gestanden, war auch ja kurz davor, dass er vielleicht auch mal auf einen Einsatz kommt. Es ist einfach eine Überbelastung, der werden wir jetzt ein bisschen entgegnen, auch in den nächsten
6-7 Tagen ein bisschen zur Entlastung führen und gehen davon aus, dass es danach auch wieder besser wird. Philipp Eggers von Sport1 oben auf dem Kamerapodest. Herr Slomka, ich hoffe, die Kollegen sehen was nach. Ich habe noch eine etwas spielfremde Frage. Sport1 macht in den nächsten Tagen eine Sondersendung zum Thema Fußballmythen und statistische Erhebungen im Sport und würden gerne wissen, was halten Sie von solchen Fußballmythen, dass zum Beispiel der Gefaulte niemals selbst antreten soll? Oder wie stehen Sie zu dem Satz, also beim Elfmeter jetzt, oder wie stehen Sie zu dem Satz, dass ein Spiel 90 Minuten dauert, wenn doch netto tatsächlich nur 60 Minuten gespielt werden ungefähr? Schöne Mythen, ja. Vor dem Spiel, also nach dem Spiel, was es da so gibt. Ja, also jede Statistik ist ja im Grunde genommen dafür da, dass man sie auch widerlegen kann. Ja, und das ist ja in jedem Fall so. Jede Statistik, die ich bekomme aus unseren Spieldaten, die kann ich natürlich auch zerpflücken in jede Richtung und kann alles Positive rausnehmen. Und wenn Sie gestern die Wahlergebnisse oder die Kommentare zu den Wahlergebnissen gehört haben, dann hat auch irgendwie in den meisten Fällen jede Partei irgendwas gewonnen oder zumindest ist es nicht unbedingt ein Desaster gewesen, mit Ausnahme einer Partei vielleicht. Also man kann alles irgendwie bewerten. Und ich kann Ihnen dazu nur sagen, wenn Sabi Husti gefoult wird, wird er auch schießen. Weil er einfach trifft. Und ob er nicht trifft, wenn er nicht gefoult wird oder andersrum, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber es ist trotzdem interessant, über die letzten 20 Jahre mal zu lesen, da gibt es ja, diese Statistik gibt es ja zu lesen, wie ist es denn wirklich? Ja, sehr beliebt ist ja auch, was ändert sich nach einem Trainerwechsel? Aber das muss der Manager beantworten, ob das dann meistens positiv ist oder nicht. Ich denke, kurzfristig kann man auch sagen, das lohnt sich, den Trainer zu wechseln. Mhm. Das wusste ich, dass es kommt. Das wusste ich. Toni Lieter nochmal. Mal zu Sabi Husti. Man hat ja am Samstag gesehen, wie wichtig der einfach ist für die Mannschaft, auch wenn er vielleicht mal nicht so einen ganz guten Tag hat. Der hat beim letzten Mal in München gefehlt, jetzt ist er dabei. Wie sehr erhöht das die Chance, dass was zu holen ist in München? Allein durch seine Person, meine ich. Ich hoffe, er hat einen guten Tag. Ja. Wir haben jetzt am Samstag darüber gesprochen, dass er eigentlich nicht so einen guten Tag hatte in seinem ersten Auftritt nach den 2 Spielen Sperre. Und ich glaube, dass er den Rhythmus wieder gefunden hat, hat heute wieder sehr, sehr, sehr gut trainiert auch. Und ich habe ihm bei der Auswechslung auch schon gesagt, ja, du hast jetzt trotzdem das Spiel wieder mitentschieden. Ja? Nicht nur mit dem entscheidenden Elfmeter-Tor, sondern auch mit der Torvorbereitung. Am Ende ist Sabi ein ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft, für den Verein. Für mich als Trainer, weil er einfach mit seiner Professionalität, die er im Trainingsalltag abliefert und auf dem Platz abliefert, einfach vorbildlich ist. Björn Franz. Mirko, ihr fahrt nach München. Es gibt einen Spieler, der in München mal gespielt hat, der in der letzten Zeit bei euch jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat mit Jan Schlaudraff. Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, gegen Mainz, kurz vor Schluss, 1-1, Heimspiel und Jan Schlaudraff ist nicht gekommen. Wie ist im Moment seine Situation? Wie schätzt du das ein? Augsburg meinst du? Ja, Augsburg, Entschuldigung. Mainz. Ja, wir haben uns ja gegen Augsburg dann in eine andere Richtung entschieden. Ja, es ist ja immer ein taktisches Moment und wir haben wir, wenn wir das Augsburger Spiel mal hernehmen, dann brauchten wir ja eine sehr kämpferische Mannschaft. Und der Jan ist natürlich einer, der spielerisch Akzente setzen kann. Aber zunächst mal müssen wir immer in jeder Partie eigentlich dagegen halten. Und gerade gegen Augsburg ging es um Zentimeter, die man sich erarbeiten, erkämpfen muss. Und der Jan hat eine, kannst du nur betonen, eine sehr gute Vorbereitung gehabt, dann vielleicht mal einen kleinen Durchhänger so insgesamt. In der letzten Woche hat er ein bisschen muskuläre Zipperlein auch gehabt. Also es war jetzt nicht angesagt, ihn dann in so einer Phase des Spiels, wo es immer noch ganz knapp ist, dann zu bringen, sondern eher vielleicht nochmal, gerade nach der 2-1-Führung auch, den Schulde nochmal reinzubringen. Und dann hatten wir ja die erste Auswechslung bei Leo Bittencourt, um mal offensiv etwas zu machen über die Außenposition. Also wir haben ja auch glücklicherweise momentan Variationsmöglichkeiten, aber der Jan lässt sich nicht hängen, der bleibt dran an der Mannschaft und es ist auch wichtig, ja, dass er auch zeigt, dass er sich immer wieder zeigt im Training, heute wieder ein schönes Tor gemacht.
Also, dass er einfach in dem Team dabei ist, dranbleibt und jeden Einzelnen unter Druck setzt, der in der Offensive spielt. Christian Otto nochmal. Herr Dufner, die Mannschaft reist ja als Tabellenvierter an, auch wenn es Pokal ist. Das heißt, man kann ja auch mit einem bestimmten Selbstvertrauen auswärts mal auftreten. Was macht für Sie im Moment die Stärke der 96-Mannschaft aus? Und hat es der Mannschaft vielleicht ganz gut getan, dass das Transferfenster geschlossen werden konnte, ohne den Torjäger verloren zu haben? Die letzte Frage beantworte ich gerne und sofort. Das hat der Mannschaft sehr gut getan, auch wenn er uns momentan sehr fehlt. Ist ein ausgesprochen wichtiger Spieler. Und das tut einer Mannschaft immer gut, wenn sie weiß, sie hat einen Spieler in den eigenen Reihen, der immer für ein Tor gut ist. Es gibt ja auch in der Defensive natürlich auch eine andere Stabilität, weil du weißt, wir haben einen Spieler, der Spiele auch entscheiden kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Und deswegen war das für uns ein ganz, ganz wichtiger Transfer, obwohl es kein Transfer war, aber gefühlt, dass der Mann bei uns geblieben ist. Und Sie haben recht, wir haben wirklich Grund, auch mit einem großen Selbstbewusstsein in München zu fahren. Aber es soll, habe ich vom Hörensagen schon mal so mitbekommen, schon Mannschaft gegeben haben, die waren punktemäßig noch besser wie wir und haben sich trotzdem in die Hosen gemacht, wenn sie in München gespielt haben. Also ein gutes Selbstbewusstsein ist keine Garantie, dass man in München mit breiter Brust auftritt. Das ist aber das, was wir von uns selbst erwarten und verlangen, dass wir das tun. Dass du München auch an einem richtig guten Tag eventuell nicht schlagen kannst, ist etwas ganz anderes. Aber du kannst sie nur schlagen, wenn du mit breiter Brust auftrittst und wenn du alles abrufst. Und das muss das sein, was wir wollen. Und dann war noch eine dritte Frage inkludiert, die versuche ich gerade wieder zu eruieren. Also ich denke, wenn man alle unsere Spiele sieht, gewinnen wir Spiele, auch wenn man nach dem Spiel nicht sagen kann, wir waren haushoch überlegen. Und ich finde, das ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Qualität, dass wir an uns glauben, dass wir mannschaftlich geschlossen auftreten, dass wir gut arbeiten und selbst Spiele, wo man sagen kann, es hat nicht alles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben, sind wir in der Lage zu gewinnen. Und das ist eine ganz, ganz hohe Qualität, dass die Mannschaft hat, dass man immer in der Lage ist, sagen wir mal, Spiele, die nicht eindeutig auf Seiten von Hannover 96 liegen, trotzdem gewinnen kann. Und da entwickelt sich, glaube ich, auch ein enormer Glaube daran. Und das ist dann auf längere Sicht auch wieder leistungsfördernd, dass du Spiele, wo wir bisher vielleicht gleichwertig sind mit dem Gegner, aufgrund der Punkte, die wir daraus erzielen, dann auch wieder so viel Selbstbewusstsein mitnehmen, dass wir die zukünftigen Spiele noch besser spielen. Also es ist ausgesprochen gut, wie wir momentan dastehen, obwohl wir jetzt nicht behaupten können, wir haben Spiele gemacht, wo wir extrem viel besser waren wie der Gegner. Und das ist die Qualität, die wir momentan haben. Gibt es noch weitere Fragen? Rund 2000 Fans werden uns begleiten und am Mittwochabend in der Allianz Arena sein, um 96 zu unterstützen. Ich darf Sie auch nochmal hinweisen, wäre nett, wenn Sie das in Ihre Veröffentlichung, zum Teil ist es schon geschehen, noch mit aufnehmen könnten, dass am kommenden Freitag der Mitgliedervorverkauf für das Niedersachsen-Derby gegen den Aufsteiger aus Braunschweig beginnt. Freitag, 27. Dirk, herzlichen Dank. Mirko, vielen Dank. Ihnen und euch vielen Dank für das Interesse und für die allermeisten gilt bis Mittwochabend. Danke.